Ich glaube, das ist wirklich wichtiger zu sagen. Erstens, wenn Sie anrufen, nimm dir Zeit. Es geht um wichtige Dinge. Zweitens, es ist immer eine Hartnäckigkeit hinter dem Thema, etwas umzusetzen. Also man kann nicht aus. Nein, man kann nicht aus. Drittens, es ist immer die Wertschätzung, dass es auch andere Meinungen gibt. Und viertens, dass ich es jetzt ja nicht vergesse, es geht nie um Sie selbst. Wir haben uns kennengelernt, die Irmgard und ich, im Zuge einer Veranstaltung von uns. Die Sparkasse Neuhofen hat ja vor 2 Jahren das Zukunftsforum organisiert und ich war dann auf der Suche nach Menschen, die aus Neuhofen sind und einen Beitrag leisten. Das ist relativ schnell der Name Irmgard Schmidt-Leitner gefallen und wir haben dann telefoniert und es hat super funktioniert und es war eine unglaublich angenehme, schöne und spannende Zusammenkunft und Begegnung und freue mich sehr, dass das heute auch so zustande gekommen ist und dass wir das unterstützen dürfen. Das war einfach dann in vielen Gesprächen so klar für mich, dass diese Geschichte von Irmi nicht jetzt vergessen wird, sondern dass wir sie aufschreiben. Es war schon wenig Information da für dieses Buch, aber dieses noch zusammenzusuchen, diese Frauengeschichte aufzuzeigen und in Erinnerung zu halten für alle nächsten Generationen. Wenn jemand einem anderen Unrecht zufügt, dann springt bei mir etwas an. Noch dazu, wenn ich merke, dass es jemanden trifft, der sich nicht wehren kann. Das halte ich einfach nicht aus. Prägend war für mich ein Erste-Hilfe-Kurs, bei dem ein Arzt sagte, wenn Sie zu einer Unfallstelle kommen, dann gehen Sie zuerst zu denen, die ruhig sind. Da ist Gefahr in Verzug. Das habe ich mir bemerkt. Und dann auch bei meiner Arbeit angewendet. Zuerst dort helfen, wo ich sehe, dass sich der oder die Benachteiligte selbst nicht wehren kann. Die Menschen haben oft aus lauter Angst vor Repressalien im Betrieb nicht einmal über ihre Probleme sprechen wollen. Wenn du durch einen Betrieb gehst, musst du gut hinsehen, was dort passiert und auch Fragen stellen. Teilweise kommt dabei der Missstand im Betrieb durch verschlüsselte Antworten zum Vorschein. Da musst du dann weiter recherchieren. Anschließend musst du analysieren und aufzeigen und was noch wichtiger ist. Anschauen, was gefordert werden muss, damit sich etwas ändern kann. Es wundert mich nicht, dass mein Bauch so ist, wie er ist. Mein Gehirn konnte mir 10-mal sagen, pass auf, du läufst da jetzt wo hinein, wo du links und rechts geohrfeigt wirst. Bildhaft gesprochen. Mein Bauch aber sagte, das kannst du jetzt nicht zulassen, egal wer dir einen Prügel vor die Füße wirft. Wenn du es nicht machst, dann traut sich keiner. Wenn du aber jetzt aufstehst und das aufzeigst, dann kann es schon sein, dass noch jemand anderer mit dir geht. Entweder es hat gleich jemand gesagt, dass er so empfindet wie ich, oder es hat eine Weile gedauert. Einer hat mir sogar einmal gesagt, na, die Irmi, die drückt wieder mal auf die Tränendrüse. Daraufhin lud ich ihn ein, mich zur nächsten Tagung zu begleiten, um selbst zu hören. Er war sehr betroffen, als er von den Frauen persönlich hören konnte, was diese zu durchleben hatten. Prägend war für mich vor allem Rosa Jochmanns Ausspruch, wer schweigt. Stimmt zu. Den habe ich mir oft in Erinnerung gerufen, wenn ich mir dachte, dass ich nicht mehr will und kann. Ich trete ein für Möglichkeiten, die Frieden stärken, Armut verhindern und eine Humanisierung fördern und unterstützen. Feindbilder zu kreieren war und ist für mich nicht sinnvoll. Mir sind friedensfördernde Maßnahmen wichtiger. Auch die Gesellschaft ist gefordert. Eine Erwartungshaltung allein von Seiten der Gesellschaft ist zu wenig. Jeder Einzelne einer Gesellschaft ist aufgefordert, Einzel- bzw. Eigenverantwortung zu übernehmen. Sollte jemand diese nicht selbst tragen können, sollte die Gesellschaft für diese Menschen die Verantwortung übernehmen. Wenn jemand nicht das entsprechende eigenverantwortlich leisten kann,
habe ich als Mitmensch eine Mitverantwortung. Ich muss zum Beispiel Bildungsstätten und Arbeitsplätze schaffen, um auch die Fähigkeiten dieser Personen zu fördern. Auf jeden Fall muss alles getan werden, um diesen Menschen ein lebenswertes Leben zu ermöglichen. Für mich ist eine gesunde Gesellschaft jene, die keine Spaltung zwischen Jung und Alt, gesund und krank, reich und arm anstrebt, sondern eine Gesellschaft, in der das Teilen Vorrang hat. Aufgewachsen, in dem das Thema Religion kaum eine Rolle gespielt hat. Erst später dann, als ich in die Schule kam, hatten wir im Unterricht einen Lehrer, der eine sehr menschliche Einstellung hatte. Und die hat mir als Kind sehr gut getan. Er hat mich differenziert zwischen den Kindern aus sogenannten besseren Haushalten und denen aus ärmeren. Im Gegenteil. Ich habe schon als Zehnjährige eine Sonntagslesung in der Kirche halten dürfen. Damals war das aber noch ein Zeitpunkt, Ende der 1950er Jahre, zu dem es überhaupt nicht üblich war, dass Frauen in der Kirche eine wichtige Aufgabe übernehmen. Mich hat einmal ein Kollege der christlichen Fraktion eingeladen, vor einer Gruppe von Managern und Gewerkschaftern der Fraktion christlicher Gewerkschafter des österreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes und der österreichischen Volkspartei, also einem bunten Publikum, über das Thema Armut zu referieren. Er hat mich aber darauf aufmerksam gemacht, dass es sehr hitzig hergehen könnte. Ich sagte ihm, dass er meine Einstellung kenne und wie ich dazu stehe und dass es einfach notwendig wäre, klare Aussagen zum Thema gerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen zu treffen. Dass es zum Beispiel ungerecht sei, dass die einen so viel besitzen, dass sie schon nicht mehr wissen, wie sie ihr Geld anlegen oder ausgeben sollen und die anderen nicht wissen, wie sie sich und ihre Kinder ernähren sollen und im Winter nicht frieren müssen. Dies habe ich zum Kern meiner Aussage gemacht und habe es natürlich mit Zahlen und so weiter untermauert. Es waren ungefähr 200 Personen anwesend und bereits nach 10 Minuten habe ich bemerkt, dass in der Mitte der Besucherreihen ein Herr im Nadelstreif sitzt und zunehmend unruhiger wird. Ich habe schon überlegt, ob ich ihn nicht fragen sollte, ob er irgendetwas sagen möchte. Dachte mir dann aber, lieber warte ich, bis er explodiert. Das passierte dann auch kurz darauf und er schrie, hören Sie jetzt endlich auf mit Ihren Thesen von Marx und Engels. Da hättest du eine Stecknadel auf den Boden fallen hören können, weil plötzlich so eine peinliche Stille herrschte. Ich sagte ganz ruhig, ich muss Sie enttäuschen. Ich habe weder Marx noch Engels gelesen, aber ich hatte Bibelstunden. Es gab Gelächter und ich habe ohne Unterbrechung weiter referieren können. Damals hat meine Entscheidung, mit der katholischen Frauenbewegung und Industrie zusammenzuarbeiten, einen großen Wirbel innerhalb der Gewerkschaft ausgelöst und wurde im SPÖ-Landesvorstand behandelt. Die Vorstandsmitglieder überlegten sogar, ob sie mich aus der Partei ausschließen sollten, weil es für sie nicht vorstellbar wäre, dass eine Gewerkschafterin mit der Kirche zusammenarbeiten würde. Eine jahrelange Zusammenarbeit mit der katholischen Frauenbewegung und Industrie und den ÖGB-Frauen in Oberösterreich war die Folge. Wir hielten gemeinsam einmal im Jahr Tagungen mit den unterschiedlichsten Themen ab. Einmal lautete das Thema, Kranksein ist nicht drin. Ein anderes Mal, harte Arbeit, harter Lohn. Eine Arbeitskreisfrage lautete beispielsweise, was würde ich mit 1000 Schilling mehr im Monat machen. Bei diesem Thema mussten wir Frauen aus Kirche und ÖGB feststellen, dass wir uns bei den Vorbereitungsarbeiten getäuscht hatten, als wir annahmen, dass da geheime Wünsche von Frauen als Antwort kämen. Wir dachten, es würden Antworten kommen wie
einen schönen Urlaub machen oder ähnliches. Aber es kamen Antworten wie, dann hätte ich im Winter nicht frieren müssen. Oder, ich muss im Urlaub ganz früh am Morgen einkaufen gehen, damit die Kinder nicht mitkommen, weil ich ihnen kein Eis kaufen kann. Das waren Antworten, die uns sehr betroffen machten. Und die Frauen haben die Schuld immer bei sich gesucht. Sie meinten, sie könnten sich das Geld nicht richtig einteilen. Daraufhin machten wir mit ihnen einen sogenannten Einkommenskuchen. Da haben sie gemerkt, dass es sich mit dem vorhandenen Geld einfach nicht ausgehen kann. Und manches sich nur dann ausgehen kann, wenn Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld dazugekommen wird. Es war eine gute Kooperation, Kirche und Gewerkschaft. Ich war damals 36 Jahre. Sein Tod hat mich insofern geprägt, dass der Vater all seine Wünsche in die Zeit der Pension verschoben hatte und sie dann nicht mehr zu Genüge ausleben hat können. Er hat immer gemeint, dass erst einmal die Kinder dran wären, die müssen großgezogen werden. Er dachte, wenn er in Pension gehen würde, dann wären bereits alle Kinder versorgt. Seine Träume waren zum Beispiel im Winter Eisstock schießen, im Sommer fischen und vieles andere mehr. Er dachte, dass er dann entsprechend Zeit und Geld dafür haben würde. Das waren so seine Pläne. Aber schon 2 Jahre nach seiner Pensionierung verstarb mein Vater an Leberzirrhose. Die letzte Zeit vor seinem Tod war er zusätzlich dement. Aber er hat uns noch alle erkannt. Es waren damals Arbeiterkammerwahlen am 9.04.1984. Ich war zu dem Zeitpunkt schon bei der Gewerkschaft in Oberösterreich tätig und es waren wirklich sehr arbeitsintensive Wochen für mich. Trotzdem blieb ich in der Nacht vom 9.04. auf den 10.04. bei meinem Vater im Elternhaus. In dieser Nacht ist mein Vater gestorben. Ich bin nie über Nacht bei ihm geblieben, aber genau an dem Tag entschied ich zu bleiben. Ich weiß nicht warum. Ich kann es nicht erklären. Irgendetwas beunruhigte mich. Der Arzt hat mir später gesagt, dass er schon lange niemanden mehr gesehen hat, der so friedlich eingeschlafen ist. In dieser Nacht bin ich neben meinem Vater gesessen und irgendwann im Sitzen eingeschlafen. Als ich wieder aufwachte, lag er bereits tot neben mir. Der 10.04. ist sein Todestag und gleichzeitig nicht im selben Jahr der Geburtstag von Maria, meiner Tochter. Wenn ich verzweifelt war, zum Beispiel in der Gewerkschaftsarbeit und mich fragte, warum und wozu ich noch weiterkämpfen sollte, weil doch nichts weiterging, dann dachte ich mir, da gibt es so viele Menschen mit Wünschen, wie sie mein Vater auch hatte. Die sollen jetzt bessere Arbeitsbedingungen haben und ihre Wünsche nicht auf die Zeit in der Pension verschieben müssen. Man muss dranbleiben und etwas tun, damit sich etwas verbessert und verändert. Es muss sich in der Arbeitswelt etwas verändern. Arbeit muss gesünder werden. Und auch so viel an Einkommen einbringen, dass die Menschen davon leben können. Das war mir immer wichtig und ist mir immer noch wichtig. Meine Lieblingszitate. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Bertolt Brecht. Tu zuerst das Notwendige, dann das Mögliche und plötzlich schaffst du das Unmögliche. Franz von Assisi. Ungerechtigkeit an irgendeinem Ort
bedroht die Gerechtigkeit an jedem anderen. Martin Luther King. Auge um Auge und die ganze Welt wird blind sein. Mahatma Gandhi. So ist das Leben und so muss man es nehmen. Tapfer, unverzagt und lächelnd. Trotz alledem. Rosa Luxemburg. Und ich habe die letzten 2 Jahre, bevor ich in Pension gegangen bin, den Urlaub von 5 Jahren so tageweise immer wieder verbraucht, damit ich nicht in den Krankenstand gehen musste, damit nicht sichtbar wird, wie schlecht es mir eigentlich schon geht. Und nicht, weil ich mich geschämt hätte oder nicht, weil mich nicht ein Arzt krankgeschrieben hätte, sondern ich habe gewusst, wenn meine Kollegen merken, wie es mir geht, dann kommt so diese männliche Beschützerfunktion. Und wenn ich das nächste Mal so ordentlich auf den Tisch schaue, dann werden sie so, aber denk an deine Gesundheit. Das habe ich gesagt. Da habe ich lieber meinen Urlaub verbraucht und werde groß. Ich habe einen Punkt erreicht, wo ich aufhören muss. Manche sagen ja, du hättest dir über diese Arbeit die Gesundheit ruiniert. Siehst du das selbst auch so? Es ist so schwierig. Ich möchte jetzt nicht sagen, Gewerkschaftsarbeit ist krankmachende Arbeit. Da kommt auch zum Teil meine Einstellung dazu. Mich kränkt einfach, wenn ich etwas sehe, wo ich merke, das müsste verändert werden und das könnte auch verändert werden. Und dann kommen die Wenn und die Abers und da muss man noch. Und es passiert nichts und dann geht zur Tagesordnung über. Und das hat mich schon krank gemacht. Das gebe ich zu. Und es war so, dass damals die Frauensekretärin des ÖGBs in Pension ging und ich gefragt wurde, ob ich mir das vorstellen könnte. Meine Tochter war damals 12 oder 13 und ich habe gesagt, naja, ich möchte gerne wissen, mit wie viel Arbeit ist das versehen, mit wie vielen Abendterminen, mit wie vielen Wochenendterminen. Und da wurde mir gesagt, ja, höchstens einmal im Monat einen Abendtermin. Und das habe ich geglaubt. Ich muss aber allerdings auch eines sagen. Es gab vor mir, und da will ich deren Arbeit nicht abwerten, sondern das war damals auch so üblich, dass die Frauensekretärin in Wirklichkeit eine bessere Schreibkraft war. Meine Vorgängerin hat die Protokolle der Landesexekutivsitzungen geschrieben, dass Männer in gleicher Position, also als Bezirkssekretär oder andere gab, die mussten nie schreiben. Das ist, sagen und jetzt auch alle, die Frauen beraten, wenn man in einer Organisation etwas werden will, werden nie Protokollschreiberin kriegen. Es hat zwei. Und habe auch andere, ich habe einfach ganz wichtig empfunden, das habe ich einfach auf meiner Biografie. Einerseits bin ich wieder froh gewesen, dass bei mir nicht alles so einfach Schule, Studium oder irgendwie so gegangen ist, sondern dass ich gemerkt habe, du stehst irgendwann an, wenn du dich nicht weiterbildest, wenn du nicht was tust. Und für mich war es ein auslösender Moment. Ich komme in einen Betrieb, der zuständige Gewerkschaftssekretär war auch noch mit und die Betriebsratsvorsitzende kommt her und sagt, du, ich heirate nächste Woche, wie viel Tag habe ich da frei? Und ich glaube, mir hat man es gesehen, mein Gesicht ist eingeschlafen, denkt man, wenn es nicht einmal die Vorsitzende war, wie sollen es die anderen Betriebsrätinnen wissen und wie will denn die den anderen sagen, was ihr Recht ist im Betrieb? Und ich habe dann auch sehr viel angefangen, Gruppen zu bilden. Und zum damaligen Zeitpunkt hat es in der Arbeiterkammer schon die ersten Juristinnen gegeben. Das war ein Segen, um ein kirchliches Wort zu gebrauchen. Diese Juristin, die mit mir dann diese Gruppenarbeiten am Abend gemacht hat, ist heute da, ich freue mich riesig, weil ich einfach merke,
es ist was weitergegangen und es ist so wichtig, den Frauen bewusst zu machen, wie wichtig Bildung, wie wichtig Weiterbildung ist. Und es ist ganz wichtig, den Frauen die Angst zu nehmen. Ich kann mich nur erinnern, wir haben dann angefangen, Wochenkurse für Frauen im Jägermeerhof zu machen, in der Karwoche mit Kinderbetreuung. Da hat mir der Landessekretär gesagt, du wirst sehen, da kommt keine einzige Frau, weil da müssen die Mütter Ostereier färben. Es kamen 20 Frauen und 17 Kinder. Ne? Es war eine schöne Woche, die Kinder wurden extra betreut. Aber unter anderem, und da will ich jetzt hin, kam eine Kollegin mit einer zweiten an der Hand, so als würden sie in die erste Klasse Volksschule gehen. Und die zweite an, und diese Angst, die zum Teil noch da ist, blamiere ich mich dort, die haben Männer nicht. Die kommen da rein und was kostet die Welt und was wollt ihr mir sagen? Und die Frauen, die kommen rein und sagen, na kann ich das, geht das? Und das sind so schöne Erlebnisse, wenn man die gleichen Frauen 2-3 Jahre wieder erlebt und wenn man vor allem merkt, wie selbstsicher die sind, wie sie ihre Arbeitssituation dadurch geändert hat. Ja, das war dein Lohn. Ich glaube, dass wir lernen müssen, dass nicht alles, was Geld ist, sondern dass so viele andere Schöne, wenn ich an so Augenblicke denke, wenn ich wieder vor so Frauen gestanden bin, ach, da ist mein Herz aufgegangen. Das führt mich jetzt natürlich noch zu einer ganz wichtigen Frage und zu einer ganz wichtigen Mitstreiterin. Im Februar wäre Johanna Donal 80 Jahre alt geworden. Und wenn man sich die Frauenpolitik in Österreich von jetzt rückblickend anschaut, dann strahlt sie in noch viel größerem Glanz, weil sie zu Lebzeiten doch ziemlich angefeindet worden ist für ihr frauenpolitisches Engagement, aber sie hat unglaublich viel umgesetzt und sie hat mit dir zusammen sehr viel umgesetzt. Also ihr wart ja eine sehr starke Achse für das Gleichbehandlungsgesetz und für viele andere Vorhaben in der Frauengleichstellung. Wart ihr sozusagen das Dream Team der Sozialdemokratie für Frauen? Ja, wir beide haben schon so empfunden. Die haben uns eher, ja, es gab einen Sozialminister, der hätte uns am liebsten irgendwo eingesperrt. Und in der Küche wahrscheinlich. Man muss Folgendes sagen, ich habe ja Johanna Donau schon kennengelernt, wie ich noch in Oberösterreich Frauensekretärin war, das waren so ihre Anfangszeiten. Und da haben wir Order gehabt für ÖGB-Frauen, nicht mit der Johanna Donau. Das hat natürlich diese Order ausgegeben? Ja, von den Männern der Gewerkschaftsbewegung. Die wollten so doch, naja, ihr dürft schon was, aber nur sehr begrenzt. Und wir haben uns nicht dran gehalten, das muss man dazu sagen. Und wie ich dann nach Wien gekommen bin, war klar, dass wir unsere Arbeit einfach intensivieren. Dazu kam, dass damals, ich bin 1991 Frauenvorsitzende geworden im Jänner und im Dezember ist das Verfassungsgerichtshofsurteil gekommen, dass das Pensionsalter der Frauen den Männern angeglichen werden muss. Ja? Und dann haben wir gewusst, diese Chance müssen wir nutzen. Es war wieder eine Juristin, aber der Arbeiterkammer Wien, mit der wir dann gemeinsam alle Rechte durchgeschaut, Arbeitsrecht, Arbeitsverfassungsrecht, Gleichbehandlungsgesetz, alles durchgeschaut haben. Wo gibt es Punkte, die möchten wir jetzt durchbringen, was ist notwendig? Dann haben wir einen, weiß nicht, 5 oder 6 Seiten Katalog gemacht, haben gesagt, das sind unsere Forderungen, bevor die nicht erfüllt sind, darf es nicht zu einer Angleichung des Pensionsalters kommen. Und es war dann zuerst so, dass das alles ganz kurzfristig gehen hätte sollen, so bis zum Jahr, das war 91, 95 und da waren wir schon mal, da kann ich mich erinnern, da war es 2, 3 der Früh, wir sind im Sozialministerium gesessen. Johanna Donau war eine starke Raucherin
Die hat laufend schon ihren Chauffeur noch wieder Bagelzigaretten geschickt. Ich habe schon geglaubt, die kriegt keine Luft mehr. Und dann haben wir gesagt, es muss uns nur was einfallen. War eine kurze Sitzungsunterbrechung. Und dann ist uns das eingefallen, was du auch zu Beginn und auch die Frau Professorin Rodemund gesagt hat. Sapperlode, bis 1975 haben die Männer den Frauen ja Vorschrift das Arbeiten verbieten können. Da sind ja so viele Frauen dabei, die können ihre Jahre gar nicht zusammenkriegen. Der Sozialminister hat bissen, der Vertreter der Wirtschaftskammer hat bissen. Aber das war dann die Möglichkeit, dass erst seit 2018, meine Tochter wirft mir vor, es ist nur immer zu viel und sie ist jetzt die Leidtragende von dem, was ich beschlossen habe, aber doch jetzt erst je langsam das Pensionsalter der Frauen angehoben wird. Du hast jetzt schon ein bisschen einen Einblick gegeben, wie das jetzt in dieser einen Frage gegangen ist. Aus deiner Erfahrung, wenn man kämpft und etwas erreichen will, worauf kommt es an? Man darf nicht aufhören. Man darf nicht, das ist so ähnlich, ich möchte es mit einem Bild, ich spreche manchmal sehr bildhaft, ich möchte es mit einem Bild vergleichen, ich fahre durch einen Tunnel. Und mitten im Tunnel denke ich mir, ich mag nicht mehr. Das ist zwing beleuchtet und eigentlich würde ich umkehren. Und dann weiß man, wenn ich da jetzt umkehre, das kann lebensgefährlich werden und das führt zu nichts. Ich muss weiter bis ans Ende des Tunnels, bis ich Licht habe. Und wenn ich ein Ziel habe, was ich erreichen möchte, dann muss ich durch. Und wenn es nur so finster ist und wenn mir die Luft nur so wegbleibt und schaue, dass ich das Ziel erreiche, aber was ich immer muss, und das habe ich vielleicht nicht zu wenig ausgegeben, ich muss schauen, wo habe ich Verbündete. Es soll niemand glauben, dass er alleine irgendwas erreicht. Und das, was da drinnen steht, war nur erreichbar, weil es unzählige Frauen in den ausbenannten Gewerkschaften, in den Betrieben gegeben hat, die auch beim Gleichbehandlungspaket zum Beispiel mit da haben, wo ich gewusst habe, wann die Männer wieder anfangen, mich einzubremsen. Ich kann ruhig weitergehen, es wird mir nichts passieren, die Frauen marschieren mit. Und die Frauen müssen lernen, dass sie sich nicht von den Männern einschläfern lassen, dass sie immer wieder passiert. Weil du bist nicht so ein Manzen wie dir. Du bist ja wirklich ein Liebe. Du tust da nicht mit. Ich kann mir vorstellen, dass du andere Anliegen auch am Herzen hast, wo sozial noch viel zu tun wäre. Was fällt dir da ein? Frei aus dem Bauch gesprochen wieder, wäre das sozialer Wohnbau. Das sehe ich jetzt auch, wenn wir versuchen, für unsere Flüchtlinge Wohnungen zu finden, dass das Wohnungen zum Großteil Wohnungen sind, die zwar sehr schön wären, wo es auch schön wäre zu wohnen, aber sie sind nicht leistbar. Und wenn ich mir dann das Durchschnittseinkommen eines Österreichers, einer Österreicherin anschaue, dann sind sie fast nur leistbar, wenn beide arbeiten gehen. Und wenn ich jetzt dann dran denke, da gibt es eine Alleinerzieherin mit ein, zwei Kindern, dann frage ich mich, was bleibt der noch zum Leben, wenn sie eine Wohnung hat mit einer halbwegs anderen Qualität? Das war für mich ganz, ganz was Vorrangiges. Es wird sehr viel Schönes gebaut, aber die Mieten sind einfach zu hoch. Her mit dem ganzen Leben, Brot und Rosen. Was ist in deinem Leben, was ist da das Brot und was sind die Rosen nach 70 Jahren? Ja, das Brot ist für mich wirklich die Abdeckung der täglichen Grundbedürfnisse. Kleidung, Essen, Wohnung, wo ich mir einfach mal so das Minimum. Und die Rosen sind für mich das, was darüber ist. Entsprechend Bildung leisten zu können, kulturelle Veranstaltungen besuchen zu können.
ja, das wäre auch noch, wenn es gesundheitlich gehen würde, auch noch das eine oder andere Wellness-Wochenende zu haben. Alles, was ein bisschen kostet, aber was gut tut. Mhm. Und das leistest du dir schon ab und zu? Ich fahre nirgends mehr hin, darum habe ich meine Katzen. Du hast Wellness zu Hause. Ich habe meine Katzen schnurren und so. Ja. Ich entspreche dem, das hat mir bösartig auch ein Mann gesagt, dem Bild einer alten Singlefrau, derer bleiben nur mehr die Kotzen. Liebe Irmgard, ich glaube, der Begriff der Singlefrau trifft für dich auf gar keinen Fall zu, denn Single wäre man ja nur, wenn man niemand hätte, und du hast heute eine ganze Zahl voll Menschen, die dir freundschaftlich gesonnen sind, und da gibt es sicher noch mehrere. Vielen Dank für die ersten 70 Jahre. Ich hoffe, dass du mit großer Freude weitergehst, dass der Dr. Rodemund nicht einfach alle Instrumente einpackt, sondern alles, was er braucht, um dir zu helfen, noch irgendwie in Reserve hat. Vielen Dank. Ich denke, du bist eine große Frau und du sollst im Mittelpunkt stehen. Ja.